Sie da, kurz mal Aufmerksamkeit hier bitte. Wahrscheinlich schauen Sie diese Sendung gerade in der Mediathek oder haben eh parallel Ihr Handy oder Tamagotchi in der Hand und spulen gleich wieder 30 Sekunden zurück. Aber hier Folgendes. Da! 3,8 Millionen Menschen, Gregor, waren noch nie im Internet. Die sind nicht so verdorben wie wir. Was? Die waren noch nie online. Was machen die denn sonntags verkadert, wenn die Essen bestellen wollen? Oder, ja, das oder wenn die Hasskommentare schreiben wollen? Ja, oder wo gucken die geilen Insta-Stories von Dieter Bohlen an? Ich könnte nicht ohne. Oder die TikToks von Wolfgang Heubisch, dem bayerischen Landtagsvizepräsidenten. Okay. Ja. Das ist, oder? Also da ist die Politik, holt die Leute wieder ab. Also ja. Wenn es die Elevator Boys gibt, dann ist es der Treppenliftmann, oder? Wahnsinn. Aber jetzt mal ehrlich, was machen diese Leute im Internet? Die kriegen ja auch diese ganzen wahnsinnig wichtigen, relevanten Diskussionen auf Twitter gar nicht mit, die immer ihren Weg finden ins echte Leben natürlich. Ja, oder vergleichbar ähnlich wichtige Sachen wie die Ice Bucket Challenge. Oder? Die Ice Bucket Challenge oder die erwähnten Elevator Boys oder der Floss Dance oder ich wach manchmal nachts auf und frage mich, fuck, wo ist Kai Pflaume heute Morgen lang gejoggt? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ja. Ich habe sein Müsli noch gar nicht gesehen. Das sind so Situationen, aber es gibt manche Leute, die haben gar nicht die Möglichkeit dazu. Es gibt Leute, die können nicht mal schwurbeln und sich über 5G aufregen, weil es 3G gar nicht gibt. Ja, Stichwort Netzausbau in Deutschland. Ne? Ja. Kein flächendeckendes Glasfasernetz, kein flächendeckendes WLAN. Wir haben irgendwie einfach zu wenig Internet. Ne? Es gibt Orte in Deutschland, da könntest du nicht mal X-Hamster gucken, selbst wenn es online wäre. Und das nicht nur in Brandenburg, sondern auch bei uns vor der Haustür im Sauerland zum Beispiel. Übrigens, X-Hamster kenne ich gar nicht, wir gehen immer zu Fressnapf. Vielleicht die bessere Alternative. Aber ja, du hast recht, es ist direkt vor der Haustür und das geht nicht. Wir müssen die deutsche Bevölkerung mit den heißesten Netztrends versorgen. Das ist unsere Aufgabe, oder? Exakt. Und die Leute müssen wissen, was abgeht. Und deswegen haben wir unsere Studio Schmidt Digitalexperten Niklas und David an einen der deutschen Orte geschickt, in dem Internet noch Mangelware ist und den Menschen da den wichtigsten Content aus dem gesamten heißen WWW persönlich vorbeigebracht. Deutschland, Land der Dichter, Denker und der Digitalisierung. Spaß. Deutschland kann Netzausbau noch schlechter als Markus Söders Selfies. Ganz Deutschland? Nein, denn in einem kleinen Ort gibt es ganz besonders beschissenes Internet. Hashtag Schalksmühle. Während andere schon im Metaverse surfen, buffert in Schalksmühle immer noch die AOL-Werbung mit Boris Becker. Bin ich da schon drin, oder was? Deswegen versorgen Niklas und David, die Studio Schmidt Internetboten, die Einwohner von Schalksmühle mit allen Netztrends der letzten Jahre. Persönlich und direkt. Moin. Moin. Ganz kurz, hat einer von euch einen Hotspot? Das ist richtig scheiß Internet hier. 70% der Bevölkerung von Schalksmühle hat keinen Zugang zu schnellem Breitband-Internet. Schalksmühle! Fällt euch was auf? Tatsächlich, es riecht besser hier. Es riecht frischer, die Luft ist frischer, weil wegen kein WLAN. Ich will ganz kurz mal durchspielen. Ich bin jetzt einer aus Schalksmühle. Ja. Ne? Dann sagt ihr so. Hey, warum hast denn du kein Internet? Wieso siehst du immer noch so aus, als wärst du in der Steinzeit? Das erste war gut. Danke. Haben Sie Instagram? Nein, nein. Twitter? Auch nicht. MySpace? Auch nicht. SchülerVZ? Auch nicht. StudiVZ? Nein, gar nicht in der Richtung. Facebook? Ja. So. Ich finde es besonders wichtig, auch halt die Urlaubsbilder mit Leuten zu teilen, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz was zeigen. Na, danke. Es sind nur Urlaubsbilder. Worum geht's denn? Um meine Urlaubsbilder. Hier, ich war zum Beispiel mal in Sri Lanka jetzt vor ein paar Wochen. Hier waren wir frühstücken. Das ist eine Kuh. Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass ich das hier heute Morgen gefrühstückt habe. Ich war auf Sri Lanka. Mit meiner Schwester. Das sind wirklich tolle Bilder. Wir müssen ja auch einen ehrlichen Beitrag machen. Und jetzt mal for real. Wie scheiße muss es sein, gar kein Internet zu haben? Was mich interessiert, wo gucken die Leute hier Pornos? Alles Gute an Micky Beisenherz, der heute seinen 23. Podcast rausbringt. Hier ist übrigens das Social Media Headquarter von Schalksmühle. Wir lassen euch mal ein Like da. Und sind wir dann so die frohen Botschafter aus der Großstadt? Oh ja, aber nicht. Witzig. Wir sind nämlich fürs Internet hier. Das ist nämlich in Schalksmühle, haben wir gehört, nicht so gut. Kann das sein? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich weiß das, weil ich der Landtagsabgeordnete bin. Das ist ja hervorragend, dass wir Sie hier treffen.
noch vergessen, den Landtagsabgeordneten von Schalksmühl nach seiner ICQ-Nummer zu fragen. Können wir da gleich nochmal? Erstes Mal Schalksmühle bei Google Street View. Uff. Was Sie in Schalksmühle ja auch gar nicht wissen, was die für geile Läden hier haben. Deshalb haben wir mal ein paar Google-Rezensionen mitgebracht von diesem Laden hier. Marcel Hörner schreibt, 5 Sterne, frisch, sauber, lecker und die Mitarbeiter sind immer freundlich und zuvorkommend. Anna Thal sagt über ihren Laden, es sei alles in Ordnung. 5 von 5 Sternen. Jawohl, im Internet gibt's einen Daumen. Sie kriegen den Schalksmühle-Daumen nach oben von uns. Also ich sehe immer so kacke aus auf Bildern und deshalb benutze ich gerne Face-Filter. Welchen soll ich nehmen? Sie dürfen aussuchen. Der erste? Der hier? Was ist denn das für ein Tier? Ja, das ist ein Barsch. Ein Barsch? Lach nicht. Hi Tommy, Grüße ins Studio. Entschuldigen Sie? Nee, Sie brauchen gar keine Zeit. Mir gefällt Ihre Jacke. Und deshalb wollte ich Ihnen Daumen da lassen. Ich habe die Vermutung, dass es vielleicht an meinem Gesicht liegen könnte. Ist aber nur ein Wild Guess. Machen wir das eigentlich noch mit der Ice Bucket Challenge? Ja, hat mehr darüber gesprochen, dass wir das. Ja, ich, also. Wir machen Schere, Stein, Papier. Wenn ich gewinne, dann machst du's. Ja, super. Gut, ich würde sagen, dann Drehschluss. Ja, Drehschluss. Aber danke fürs Mitmachen. Super, ihr wart toll. Klasse. Vielen, vielen Dank. Danke an unsere Internet-Freaks Niklas und David. Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier. Oder hier, oder kommt rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.